Ja, hallo und guten Morgen zu einer neuen Folge von Fotologbuch lernt Photoshop. Ja, bevor ich in der nächsten Folge mit den Auswahlwerkzeugen beginnen will, will ich mich heute mal um das Thema Zoomen und Navigieren in Photoshop kümmern. Das heißt, ich will mir anschauen, wie ich mich in einem Bild bewegen kann und wie ich mir meine gerade benötigte Ansicht einfach herstellen kann. Damit das ganze Zoomen und Co. aber auch so effizient und schnell wie möglich erfolgen kann, will ich dabei so wenig wie möglich die Menüs benutzen, sondern auch immer gleich die Tastenkürzel mit zeigen und verwenden. Ja, wenn wir so ein Bild geöffnet haben, sehen wir die aktuelle Zoomstufe, egal wo wir sind, gleich an zwei Stellen, nämlich einmal hier oben beim Dateinamen steht sie, das ist aber eine reine Infoanzeige, und dann haben wir sie nochmal hier unten links im Programmfenster. Und das Schöne ist, da kann ich einfach reinklicken und kann zum Beispiel eine neue reinschreiben. Dann habe ich mich halt neu gezoomt. Und ich kann das sogar noch ein bisschen ergänzen. Nämlich wenn ich jetzt einfach mal die Command-Taste gedrückt halte, für die Windows-Nutzer, also immer wenn ich Command sage, meine ich bei euch die Steuerungstaste, und gehe dann mal hier über die Zahl, dann merkt ihr schon, dann ändert diese Maus ihre Ansicht und jetzt kann ich das ganze Ding hier wie so ein Schieberegler bedienen, wenn ich die Command-Taste gedrückt halte. Das ist wie gesagt Variante 1 und es gibt noch ja, ein paar Menübefehle, die zu jederzeit auch gelten. Nämlich nehme ich mal hier im Bereich Ansicht mir angucke, gibt es vier Befehle, die sind immer ganz gut und sehr schnell auch über Tastenkommandos erreichbar. Und um die geht es jetzt. Das heißt, wenn ich mit Command Plus mich ins Bild reinzoomen will, oder ich kann mich mit Command Minus einfach wieder rauszoomen. Und egal wo ich bin, mit Command 0 komme ich immer wieder in die Vollbildansicht, beziehungsweise mit Command 1 in eine, ja, gezoomte 1 zu 1 Ansicht oder 100% Darstellung. Ja, ihr merkt aber schon, was das Problem bei der ganzen Geschichte ist. Es wird nicht um den Bereich der Maus gezoomt, sondern eben immer um das Fotozentrum herum. Und wie das viel effizienter geht, wollen wir uns jetzt angucken, nämlich mit dem Zoom-Werkzeug. Ja, das Zoom-Werkzeug, das erreichen wir entweder über dieses, ja, Lupensymbol hier in der Werkzeugleiste. Oder wir sehen schon, wir können auch zu jedem Zeitpunkt einfach mal die Taste Z drücken und dann sind wir halt auch da. So, wenn wir hier drin sind, gucken wir uns gleich erstmal hier oben diese Optionen an, die sich jetzt hier ja bemerkbar gemacht haben. Da sehen wir halt, haben wir so einen Umschalter zwischen reinzoomen und rauszoomen und jetzt im Moment gerade ist reinzoomen, also vergrößern, aktiv und jedes Mal, wenn ich irgendwo reinklicke, wird an dieser Stelle die Ansicht vergrößert. Und damit ich das nicht immer wieder mich da oben umschalten muss, kann ich einfach mal die Alt-Taste gedrückt halten. Und dann seht ihr schon, schaltet der automatisch um in die andere Zoom-Stufe. Und dann kann ich das Bild auch so wieder verkleinern. So, dann haben wir natürlich auch eine Möglichkeit. Wir können einfach mal die Maustaste gedrückt halten. Dann zoomt er etwas dynamischer rein. Oder wenn ich dabei die Alt-Taste gedrückt halte und die Maustaste gedrückt halte, komme ich auch so wieder raus. So, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, wenn hier oben der dynamische Zoom noch nicht aktiviert ist, dass ich einfach mal ja, mit der Maus so ein Rechteck aufziehe. Und dann habe ich auch die entsprechende sozusagen Stelle mal rausgezoomt. Ja. Was ist noch wichtig? Hier oben gibt es zwei Schalter, einmal Fenstergröße anpassen. Das werde ich jetzt einfach mal kurz aktivieren. Ich nutze es generell nicht, weil das spielt auch nur eine Rolle, wenn ihr hier bei Fenster den Anwendungsrahmen nicht aktiviert habt. So, jetzt ist das Fenster ziemlich groß. Im Moment seht ihr es nicht, aber was passiert, wenn ich jetzt auf einmal das Bild viel, viel kleiner mache? Dann wird auch immer das Bildfenster immer kleiner. Ich nutze das gar nicht und insofern schalte ich das auch mal wieder aktiv oder ja, docke ich das mal wieder an. Dann ganz wichtig hier der nächste Schalter, alle Fenster oder nur das aktive Fenster zoomen. Gerade wenn man mehrere Dateien öffnet, kann das manchmal ganz hilfreich sein. Dann haben wir hier eine Möglichkeit des dynamischen Zooms. Und das ist natürlich eine richtig tolle Sache. Ja, der dynamische Zoom, ich aktiviere den mal, der funktioniert nur, wenn eure Grafikkarte auch OpenGL fähig ist. Und wenn wir den mal aktiviert haben, funktioniert aber zum Beispiel dieses Aufziehen eines Rechtecks, wie ich vorhin gezeigt habe, nicht mehr. Funktionsweise ist relativ einfach. Wir gehen einfach mal an die Stelle, an die wir zoomen wollen und halten mal die Maustaste gedrückt und bewegen die Maus damit mal einfach
nach rechts bzw. nach links. Das heißt, einmal so, nach links bewegen, rauszoomen, nach rechts bewegen, reinzoomen. Und das ist natürlich eine richtig schöne Sache. Damit kann ich mich wirklich sehr effizient auch bewegen. Dann haben wir hier noch zwei Sachen. Einmal, ja, ganzes Bild. Damit habe ich eine Darstellung des gesamten Bildes, aber habe hier, wie wir gerade bei dem Bild sehen, abhängig vom Bildschirm auch, rechts und links oder oben und unten immer noch so einen schwarzen Streifen, weil halt die eine Abmessung nur reinpassen kann. Dann haben wir hier daneben einen zweiten Schalter, das nennt sich einfach Bildschirm ausfüllen. Damit habe ich diesen schwarzen Streifen nicht mehr, aber ich merke jetzt, natürlich hat er dann ein bisschen mehr reingezoomt, weil er das ja bildschirmfüllend darstellen will. Und jetzt kann unter Umständen sein, dass entweder oben unten oder rechts links, je nach Format, eine kleine Information fehlt und man diese, ja, Seitenscrollleisten hier benutzen muss. Wir gehen mal wieder zurück. Dann haben wir hier natürlich auch den Schalter mit der 1:1 Darstellung oder 100% Zoom. So, jetzt wäre es natürlich äußerst interessant, egal in welchem Werkzeug ich bin. Ich habe jetzt hier einfach mal ein anderes Werkzeug aktiviert. Wenn ich eigentlich zu jedem Zeitpunkt innerhalb eines Werkzeugs nur mal kurz in den Zoom-Modus wechseln kann. So, nur kurz zoomen und danach weiterarbeiten. Und das geht auch mit ein paar Tastenkombis. Das heißt, wenn wir mal die Alt- und die Leertaste gedrückt halten, dann kann ich mich hier rauszoomen. Mache ich die Command- und die Leertaste, dann zoome ich mich rein. Und das Schöne ist, auch wenn ich die beiden Tasten gedrückt halte, funktioniert zum Beispiel, wenn ein dynamischer Zoom aktiviert ist, auch der sehr schön mit dem Ziehen mit gedrückter Maustaste nach rechts bzw. nach links. Ja, und zu allerletzt können wir natürlich auch unser, ja, Mausrad benutzen, wenn ihr eins habt. Einfach mal die Alt-Taste gedrückt halten und jetzt einfach mal am Rad drehen. Und dann seht ihr, könnt ihr auch hier sehr schön zoomen. Haben wir das soweit auch. Und als nächstes wollen wir uns einfach mal angucken, wie wir uns im Bild bewegen können. Ja, nachdem wir jetzt gezoomt haben wie die Weltmeister, müssen wir uns natürlich auch irgendwo in dem Bild bewegen. Und für dieses Bewegen oder Verschieben des Bildausschnittes haben wir das Handwerkzeug. Und dieses Handwerkzeug erreichen wir einmal hier durch einen Klick auf dieses Symbol. Oder ihr seht schon an dem kleinen Tooltip, einfach die Taste H drücken. Und wenn ich das gemacht habe, ja, kann ich mich natürlich im Bild nur bewegen, wenn ich auch eine entsprechende Ansicht habe. Im Moment bin ich gerade bei Bildschirm ausgefüllt und da passiert gar nichts. Also zoome ich mich einfach mal rein. Und jetzt, wenn wir das gemacht haben, können wir uns zum einen hier ganz einfach mit gedrückter Maustaste in dem Bild bewegen. Das ist die Möglichkeit Nummer 1. Geht auch, dass man so ein bisschen das fliegen lassen kann, indem man das einfach mal anschubst mit der Maus in die entsprechende Richtung. Aber die meisten werden es wahrscheinlich so machen. Oder, das ist natürlich wesentlich effizienter, auch wieder zu jedem Zeitpunkt erreichen wir dieses Verschiebewerkzeug, wenn wir einfach mal die Leertaste gedrückt halten. Das heißt, Leertaste gedrückt halten, ihr seht schon die Maus, ich gehe mal an die Stelle, ändert ihre Darstellung. So, an die Stelle verschieben, wo ich arbeiten will. Maus wieder loslassen, kann ich weitermachen in der Sache, wo ich gerade drinne bin. Ja, kleiner Bonus für die Mac-User mit einer Magic Maus. Ihr könnt natürlich einfach mal die Fläche benutzen und rechts und links scrollen. Beziehungsweise ja, einfach drüber streichen über diese Maus, dann könnt ihr euch nach rechts oder links oder nach oben und unten bewegen. Aber auch die normalen, ja, alle anderen User mit, ich sag mal, einer normalen Scrollradmaus, haben die Möglichkeit, zum einen dieses Scrollrad einfach mal zu drehen. Und wenn ihr das nur dreht, dann gehen wir hoch und runter, was auch jeder erwarten würde. Aber wie komme ich jetzt nach rechts bzw. nach links? Einfach mal auf dem Mac die Command-Taste bzw. die Steuerungstaste auf dem Windows-Rechner gedrückt halten und dann mal am Mausrad drehen und dann seht ihr schon, kommt ihr nach rechts und nach links. Insofern habt ihr auch die Möglichkeit, über dieses Scrollrad zu jeder Zeit euch im Bild zu bewegen. Gehen wir mal wieder in die Vollbildansicht. Da bleibt uns am Ende eigentlich nur noch das Rotieren übrig. Und ja, das Bilddrehen erreicht ihr hier über dieses Symbol in der Werkzeugleiste. Ich bleibe mal mit der Hand oder mit der Maus drauf, dann seht ihr, darunter versteckt sich noch das Ansichtsdrehend-Werkzeug und ihr könnt natürlich auch einfach die Taste R drücken und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr jetzt hier einfach, ja, euer Bild entsprechend so drehen, wie ihr wollt.
Aber ihr seht schon, was passiert. Er dreht immer um das Fotozentrum herum. Ihr könnt also nicht irgendwo einen anderen Drehpunkt einstellen. Ihr habt weiterhin die Möglichkeit, einfach hier oben in dieser Dialogbox mal selber einen bestimmten Drehwinkel vorzugeben. Oder ihr könnt natürlich auch hier dieses kleine Symbol nutzen, wenn ihr wollt. Und wenn ihr fertig seid, seid einfach wieder damit zurücksetzen. Vielleicht eins noch. Jetzt zoomen wir uns einfach noch mal rein zum Abschluss. Wenn ihr irgendwo in einer gezoomten Ansicht seid und ihr wollt euch nur mal ganz kurz einen Überblick verschaffen über euer Gesamtbild, könnt ihr Folgendes machen. Ihr könnt einfach mal die Taste H drücken und gedrückt halten. Und jetzt klickt ihr einfach mit der Maus an die Stelle, wo ihr gerade seid. Dann zoomt ihr kurz raus in die Gesamtansicht. Und wenn ich jetzt die Maustaste wieder loslasse, bin ich wieder in meiner gezoomten Anstellung. Also H-Taste gedrückt halten, mit der Maus klicken. Dann bin ich kurz in der Gesamtansicht. Jetzt könnte ich sogar, wenn ich wollte, das Rechteck wieder an eine neue Stelle verschieben, loslassen, H-Taste loslassen und dann kann ich weiterarbeiten. Ja, das war es an dieser Stelle auch mit diesem neuen Video-Fotologbuch Lernt Photoshop. Ich danke euch wieder für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie ihr euch in einem Bild bewegen könnt, wie ihr zoomen könnt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Frank von fotologbuch.de.